Ich begrüße Sie und euch alle ganz herzlich, herzlich willkommen. Ich begrüße auch alle diejenigen, die unseren Gottesdienst über unseren YouTube-Kanal empfangen und verfolgen. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich wünsche allen jetzt auch zum neuen Jahr ein gutes und gesundes neues Jahr. Ich hoffe, dass dieses neue Jahr auch einige Momente der Freude mit sich bringt, denn das wird auch unser heutiges Thema sein. Und ich hoffe, dass auch die vielen Meldungen, die uns oftmals bedrücken, dass die auch überwunden werden können und dass wir diese Momente der Freude dann auch erleben können. Der Wochenspruch dieser kommenden Woche lautet: Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Liebe Gemeinde, wenn wir die Weltlage betrachten, mit dem von Putin angezettelten Krieg in der Ukraine, mit der Unterdrückung des Volkes, vor allem der Frauen in Afghanistan und im Iran, mit den Milizen, die die Kultur der Menschen in Nordafrika zerstören wollen, mit der Armut in vielen Teilen Afrikas und Lateinamerikas, wo sich vor allem die korrupte Führungsschicht auf Kosten der übrigen Menschen bereichern wollen, dann sieht man, welche Ursache die Flüchtlingsströme in dieser Welt haben. Und es scheint so, als gäbe es überhaupt keinen Grund zur Freude. Auch in unserem Land, dem verheißenen Land vieler Flüchtlinge, verändert sich die Lage. Die Ordnungen werden mehr und mehr durchbrochen. Die staatlichen Organe werden von einigen Gruppierungen nicht mehr anerkannt. Zu Silvester werden Polizei, Feuerwehr und Menschen, die helfen wollen, bei Rettungseinsätzen angegriffen. Man fragt sich, wes Geistes Kind diese Menschen sind. Kinder des Geistes der Verantwortungslosigkeit, der Selbstsucht, der Macht, des Geistes von Ideologien oder auch von Religionen. Wenn man mit diesem Bild in die Zukunft schaut, dann erscheint sie düster. In unserer von Medien bestimmten Welt werden diese Eindrücke noch verstärkt. Es gibt aber auch die vielen Beispiele von Menschen, die sich einsetzen für andere. Und es sind glücklicherweise nicht nur die professionellen Helfer. Unser Land lebt auch von vielen Ehrenamtlichen. Sie helfen in der Pflege, in den Tafeln, in der Freizeitgestaltung und im Sport, bei Begrüßung und Begleitung von Flüchtlingen etc. Sie sind nicht nur offen gegenüber anderen Menschen, sie wenden sich ihnen zu. Was diese Menschen treibt, ist ein anderer Geist. Ein Geist der Mitmenschlichkeit, der Nächstenliebe. Gerade dieser Geist wird durch den Geist des Gottes befördert, wie er durch die christliche Botschaft verkündet wird. Und solange es Menschen gibt, die durch diesen Geist getrieben werden, müssen wir nicht in Hoffnungslosigkeit verfallen. Können wir also voller Hoffnung in das neue Jahr gehen? Ich habe dank der frohen Botschaft, der liebevollen Zuwendung Gottes zu uns Menschen, die durch seinen Heiligen Geist wirksam wirkt und ist und wirkt, die Hoffnung nicht verloren.
Noch gibt es Menschen, die in diesem christlichen Geist wirken. Und alle, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Auch so ist Jesus uns zum Licht der Welt geworden. Und deswegen können wir singen: Christus, das Licht der Welt. Wir erheben uns zum Gebet. Jesus Christus, Licht der Welt, wie sehr haben wir auf dich gehofft, wie sehr haben wir dein Licht herbeigesehnt, wie sehr brauchen wir deine Zuwendung, wie sehr deine Wegweisung. Erleuchte uns, du Licht der Welt. Jesus Christus, Licht der Welt, du strahlst in unser Leben hinein. Mache du das Leben hell, wo Verzweiflung den Lebensmut verdunkelt, wo alles aussichtslos scheint, wo die Liebe erloschen ist. Erleuchte uns, du Licht der Welt. Jesus Christus, Licht der Welt, das geknickte Rohr zerbrichst du nicht. Heile und rette du die Gedemütigten, die Verlassenen, die, die gegen den Tod ankämpfen. Erleuchte uns, du Licht der Welt. Jesus Christus, Licht der Welt, den glimmenden Docht löschst du nicht. Fache die Glut an, damit die Lebenskraft zurückkehrt, damit die Liebe siegt, damit das Glück den Hass vertreibt. Erleuchte uns, du Licht der Welt. Jesus Christus, Licht der Welt, du trägst das Recht in die Welt hinaus. Bleibe treu denen, die dir vertrauen, die sich auf die Seite der Gerechtigkeit und des Friedens stellen. Bleibe unseren Kindern treu, bleibe uns und deiner Gemeinde treu.
du Licht der Welt, Jesus Christus, dir vertrauen wir uns an, heute und alle Tage. Erleuchte uns, du Licht der Welt. Wir loben und preisen dich und danken dir. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Weil Jesus das Licht der Welt ist und es Menschen gibt, die der Geist Gottes treibt, können wir über Lebensfreude und Hoffnung in beunruhigenden Zeiten nachdenken. Darum soll es auch in der heutigen Predigt gehen. Und darum können wir auch singen: In dir ist Freude in allem Leide. Lebensfreude und Hoffnung, darum geht es auch in der heute beginnenden Allianz-Gebetswoche, die unter dem Thema steht: Joy, damit meine Freude sie ganz erfüllt. Ich lese uns eine Übertragung aus des Psalms 33 von Peter Spangenberg. Dieser Psalm ist überschrieben: Gott sieht alle seine Menschenkinder, freuet euch des Herrn. Am liebsten würde ich laut rufen: Nun zeigt doch endlich eure Freude, ihr Christen. Dankt Gott mit allem, was ihr habt, mit euren Stimmen, mit Orgel und Trompeten, mit Klarinette und Xylophon, mit CD-Player und Zupfbass, mit Mundharmonika und Trommel. Singt neue Lieder von einer neuen Zeit. Lasst klingen, was euer Herz weiß. Gott ist Gott. Er strahlt in und über der Welt. Seine Worte haben Gewicht und er hält, was er sagt. Er liebt Menschen, die sich in seiner Liebe wohlfühlen, wie in einem schönen neuen Zimmer. Die ganze Erde in all ihrer Pracht ist ein Spiegel seiner Güte. Wo Gott ist, da ist Himmel, und wo Himmel ist, da ist Gott.
Und alle guten Kräfte, die wir Engel nennen, stehen in seinen Diensten. Alles, was lebt, richtet sich nach seinen Gesetzen. Alle Geschöpfe achten auf die Stimme ihres Schöpfers. Wenn Gott spricht, dann gibt es neues Leben. Wenn er es will, dann hat das Leben guten Sinn. Gott sieht alle seine Menschenkinder und wendet sich ihnen zu. Er pflanzt in ihr Herz die Sehnsucht nach gutem Leben. Er achtet auf alles, was wir tun. Kein Mensch hat so viel Macht, dass er ohne Gott auskäme. Ich freue mich, dass ich an diesen Gott glaube und seinen Namen trage. Bleib bei uns, lieber Gott. Du bist unsere ganze Hoffnung. Gott sieht alle seine Menschenkinder, darum freut euch. Damit ist auch ein Bezug hergestellt zu unserer Jahreslosung: Du bist ein Gott, der mich sieht. Oder mit dem Lied ausgedrückt: Du bist ein Gott, der mich ansieht. Freundlichkeit Gottes, seine herzliche Liebe und seine Freude sei mit uns. Amen. Wir beten. Herr, wir bitten dich, erfüll uns mit deiner Freude, mach unsere Herzen hell und leicht,
ganz besonders dann, wenn wir durch dunkle Stunden gehen. Amen. Liebe Gemeinde, wer kennt sie nicht? Wir können sie hier vorne sehen an der Wand. Den Komiker Heinz Erhardt oder auch die vielen netten Geschichten von Lori Loh. Die beiden mit ihrem treffenden Humor und ihrer feinen Art. Wie oft haben wir schon darüber gelacht? Oder vielleicht kennen Sie oder vielleicht kennt ihr auch die Comedy-Sendung LOL. Last One Laughing. Eine letzte Lachen. Wo einige Comedians, einige Komiker in einem Raum zusammen sind und sie machen Witze, aber sie dürfen nicht lachen. Wer lacht, fliegt raus. Und wer es bis zum Schluss aushält, gewinnt einen Preis von 50.000 Euro für einen guten Zweck. So als Zuschauer kann ich nur sagen, man schmeißt sich echt weg. Aber wer da in dem Raum ist, das ist schon echt hart, nicht zu lachen, wenn jemand echt tolle Witze macht. Ja, es tut einfach gut, fröhlich zu sein und zu lachen. Und das ist ja auch das Thema dieses Gottesdienstes heute Morgen. Und wenn ich jemanden sehe, wie er oder wie sie lacht, dann finde ich, das ist ansteckend. Dann würde ich gerne mitlachen, mich mit dran freuen. Das gibt irgendwie ein positives Gefühl. Vor ein paar Tagen ging ich in eine Bäckerei und da war so ein Schild auf dem Tresen, stand drauf, um die Stirn zu runzeln, brauchst du 9 Muskeln, für ein Lächeln nur 2. Habe ich gedacht, ja wirklich, es macht das Leben leichter, wenn wir freundlich sind und lächeln und wenn wir nicht kritisch die Stirn runzeln. Ja, warum sage ich das in der Predigt heute Morgen? Für viele Leute ist der christliche Glaube eine ernste Angelegenheit. Für viele ist Kirche langweilig. Und sicher kennen einige von Ihnen, von euch, die Worte des Philosophen Friedrich Nietzsche im 19. Jahrhundert, der über die Christen so urteilte. Die Christen müssten mir erlöster aussehen. Bessere Lieder müssten sie mir singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Scheinbar waren ihm die Christen, die er kannte, zu ernst und zu freudelos. Dabei hätte er es eigentlich wissen können, denn er wuchs in einem Pfarrhaus auf. Wie schade, denn Glaube und Freude gehören doch zusammen. Glaube und Freude gehören zusammen. Und das sehen wir auch ganz stark in der Bibel. Und da möchte ich mit Ihnen und mit euch mal einen Blick reinwerfen. Freude in der Bibel wird groß geschrieben. Ich gebe zu, das ist nicht immer so leicht zu erkennen, wo doch viele Bibel einen schwarzen Einband haben. Das sieht dann so ein bisschen traurig aus. Wie wäre es denn, wenn wir eine Bibel hätten, in der alle Wörter, die von Freude sprechen, bunt gedruckt wären. In Gelb, in Rot, in Grün, Blau, Lila und vielleicht noch ein Smiley an der Seite. Vielleicht würden wir die Bibel anders lesen und da mehr den Fokus drauf legen. Ja, in der Bibel geht es wirklich viel um Freude. Und nicht nur als ein Gefühlszustand von uns Menschen, sondern auch von Gott wird das gesagt. Von einem Gott der Freude. Dazu ein paar Beispiele. Gleich zu Beginn in der Bibel lesen wir, wie Gott, der Schöpfer, die Welt macht. Da schafft er Himmel und Erde, Sonne, Mond und Sterne, die Tiere, die Menschen. Das Wasser wimmelt von lebendigen Wesen, in der Luft fliegen die Vögel. Und das klingt alles so lebendig, so ausgelassen, so fröhlich. Da sind bunte Lichter am Himmel. Und es ist eine unendliche Vielfalt an Formen und Farben. Man könnte sagen, die Schöpfungsgeschichte, sie ist ein wahrer Schrei der Lebensfreude. Und Gott selbst ruft am Ende aus, es ist gut, es ist sehr gut. Und später singt der König David, ich lese uns einmal vor, aus dem ersten Buch der Chronik, Kapitel 16, da singt er, aber der Herr hat den Himmel gemacht,
Schönheit und Pracht gehen von ihm aus. Macht und Freude erfüllen seinen Ort. Und diese Freude an Gottes wunderbarer Welt wird auch in den Psalmen besungen. So lesen wir im Psalm 104: Die Herrlichkeit des Herrn bleibe für immer. Der Herr freue sich über seine Geschöpfe. Wenn wir so singen und so beten wie hier in den Psalmen, dann zeigen wir unsere Freude. Und diese Freude verbindet sich mit der Freude Gottes, der sich ja gewünscht hat, dass wir leben, dass sie, dass du, dass ich da bin, hier in dieser Welt und dass wir existieren. Die Schöpfung, die Natur, sie lädt ein zum Staunen und zum Freuen. Ich spüre das immer ganz stark, wenn ich am Meer stehe und einen Sonnenaufgang beobachte. Oder wenn ich eine Bergwanderung mache und irgendwann oben auf dem Gipfel ankomme und dann so eine grandiose, so eine schöne Aussicht habe. Ein weiteres Beispiel für Freude in der Bibel. Bestimmt haben wir noch die Weihnachtsgeschichte im Ohr. Es ist ja noch nicht lange her. Und hier wird erzählt, wie der himmlische Engel zu den Hirten kommt und wie er die Geburt des Gottessohnes ansagt. Und da heißt es: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch eine große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Ich verkündige euch heute große Freude. So sagt es der Engel. In der griechischen Ursprache steht es so: Ich verkündige euch eine mega große Freude. Das steht wirklich wörtlich so da. Eine mega große Freude, dass Jesus für uns geboren wurde. Und dann noch ein drittes Beispiel für Freude in der Bibel. Die haben wir in der Überschrift für die Allianz-Gebetswoche, die ja heute beginnt. Joy, Freude, damit meine Freude euch ganz erfüllt. Damit meine Freude euch ganz erfüllt. Das sind Worte von Jesus Christus. Worte aus einem seiner letzten Gebete zu seinem Vater im Himmel, im Johannesevangelium, Kapitel 17. Ich lese uns den Vers einmal vor. Johannesevangelium, Kapitel 17, der Vers 13. Nun aber komme ich zu dir, und dies rede ich in der Welt, auf dass meine Freude in ihnen vollkommen sei. So lesen wir es in der Luther-Übersetzung. Und in der Basisbibel klingt es so: Jetzt komme ich zu dir. Ich sage das alles, solange ich noch in der Welt bin. Ich sage es, damit meine Freude sie ansteckt und ganz und gar erfüllt. Jesus weiß, dass er bald sterben würde und zu seinem Vater im Himmel zurückkehren würde. Und trotzdem, in Jesus lebt eine Freude, die er teilen will mit seinen Nachfolgern und auch mit uns heute. Und diese Freude von Jesus, die hat zu tun mit dem Glauben an ihn. Er, Jesus, er ist der von Gott gesandte Sohn. Mit Jesus ist Gottes Liebe bei uns. Durch ihn werden wir Gottes Kinder. In Jesus schließt er uns in seine Arme und vergibt uns unsere Schuld. Das ist die Freude, die in Jesus lebt. Und diese Freude hat auch mit Gemeinschaft zu tun, mit Einheit. Denn durch die Liebe Gottes sind wir miteinander verbunden. Wir hier in der Gemeinde und auch wir als Christen und als unterschiedliche Kirchen sind miteinander verbunden. Und das soll auch so bleiben. Und das ist die Freude von Jesus. Jesus lässt uns hier in sein Herz schauen, wie er fühlt. Und mir gefällt besonders die Übersetzung in der Basisbibel. Und deshalb habe ich sie auch gerade nochmal extra gelesen, wo es heißt, dass Jesus uns mit seiner Freude anstecken will. So wie ein Streichholz
eine Kerze zum Brennen bringt. Ich hoffe, es wird deutlich, Glaube und Freude gehören zusammen. Und ich finde es spannend, dass auch in der Allianz Gebetswoche dieses Jahr das Thema Freude in den Mittelpunkt kommt. Gerade jetzt in dieser Zeit, wo so viele von uns verunsichert sind und sich Sorgen machen. Die Corona-Pandemie ist am Ausklingen, aber trotzdem wirkt sie noch nach. Der Krieg in der Ukraine, steigende Preise, Inflation, steigende Heizkosten, die Klimakrise und vieles mehr. Ja, das kann uns schon Angst machen. Ich möchte Ihnen und euch heute Morgen ein Buch vorstellen. Ein Buch, das mich schon seit 3 Jahren begleitet und in das ich immer wieder mal reinschaue. Es heißt Das Buch der Freude. Das Buch der Freude. Und es geht darin um das letzte Treffen zweier Freunde. Und zwar des Dalai Lama und von Desmond Tutu. Genau, da haben wir die beiden. Dieses Buch ist ein interreligiöses Buch, ein Buch für den interreligiösen Dialog. Der Dalai Lama, er ist ja das Oberhaupt des Buddhismus. Und Desmond Tutu, er ist christlicher Bischof oder war christlicher Bischof in Südafrika. Geschrieben hat das Buch Douglas Abrams. Er ist Jude und Journalist. Die beiden, also der Dalai Lama und der Desmond Tutu, die schauen aus ihrer Perspektive, aus ihrer Tradition auf das Thema Freude. Und das ganz besonders auf dem Hintergrund von schweren Lebenserfahrungen. Der Dalai Lama musste erleben, wie seine Heimat Tibet 1950 von den kommunistischen Chinesen besetzt wurde, unter Mao Zedong. Es kam zur Kulturrevolution. Und die Zerstörungswut der chinesischen Regierung war enorm. Viele Klöster und Kulturstätten wurden vernichtet. Tausende von Menschen in Tibet fanden den Tod. Und der Dalai Lama ist bei Nacht und Nebel aus seiner Heimat nach Indien geflohen, wo er bis heute noch lebt. Der Bischof Desmond Tutu war aus Südafrika. Er hat die Apartheid in Südafrika erlebt, die gewaltsame Rassentrennung. Er war ein enger Freund von Nelson Mandela, dem späteren Präsidenten von Südafrika. Desmond Tutu hat gewaltlosen Widerstand geleistet und er hat sich immer wieder für die Gleichstellung und für Gerechtigkeit engagiert. Und nachdem die Apartheid aufgelöst wurde, hat Tutu die Versöhnungskommission geleitet. Ende 2021 ist er an Krebs verstorben. Die beiden haben viel Leid gesehen und selbst auch durchgemacht. Sie haben Verlust und Trauer erlebt. Hätten sie darüber verbittert werden können? Vielleicht, aber sie sind es nicht. Sie sind nicht verbittert, ganz im Gegenteil. Und in diesem Buch erzählen sie davon, wie sie sich die Lebensfreude und die Zuversicht, die Hoffnung erhalten haben. Und davon möchte ich Ihnen 3 vorstellen mit einigen praktischen Tipps. Wir machen einmal 2 Bilder vor, bitte. Ja. Was sehen Sie? Was seht ihr? Bitte? Ein schwarzer Punkt. Ein schwarzer Punkt und viel Weiß. Sonnenfinsternis. Sieht so ähnlich aus, ja. Ja, es wurde schon gesagt. Ein schwarzer Punkt und viel Weiß. Wie leicht konzentrieren wir uns auf den schwarzen Punkt? Und dasselbe geschieht auch in unserem Leben. Wie oft sehen wir nur die dunklen Flecken? Das, was schmerzhaft ist, das, was nicht funktioniert, das, was nicht gut läuft. Und natürlich können wir nicht alles umdeuten in unserem Leben. Und natürlich bin ich traurig, wenn Menschen krank werden, wenn ein Mensch stirbt, wenn Freundschaften oder Familien zerbrechen.
Krieg bleibt Krieg, ist grausam und ungerecht. Und trotzdem, neben den schwarzen Punkten in meinem Leben gibt es auch viel anderes. Viel weiße Fläche, die auch meinen Blick verdient und worüber ich dankbar sein kann. So wie ich die Welt sehe, erlebe ich sie auch. Und wenn ich meine Perspektive mal ändere und auch auf die weiße Fläche schaue, dann erlebe ich die Welt anders. Und das ist der erste Gedanke, der erste praktische Gedanke, den ich euch mitgeben möchte. Vielleicht können wir noch mal einen Schritt zurückgehen. Ja. Nämlich, dass wir einen Schritt zurücktreten und das ganze Bild sehen und nicht nur den schwarzen Fleck. Sicher haben wir neben den schmerzvollen Dingen auch positive Dinge erlebt. Und ich möchte Sie ermutigen, euch ermutigen, auch darauf zu achten und wertzuschätzen. Und wenn wir schwere Erfahrungen gemacht haben, dass wir uns auch vielleicht fragen, was hat es mir gebracht? Was habe ich daran gelernt? Inwieweit bin ich auch daran gewachsen? Das ist so ein erster Gedanke, den ich Ihnen mitgeben möchte. Ein zweiter Gedanke wäre, Dankbarkeit, Dankbarkeit einüben. Das schließt sich an den ersten Punkt eigentlich an. An jedem neuen Tag können wir uns das bewusst machen. Was für ein Glück, dass ich lebe. Ich habe ein kostbares, menschliches Leben. Danke. Was für ein Glück, dass ich diesen Tag erleben darf und dass ich heute mit Ihnen und mit euch hier im Gottesdienst sein kann. Danke. Und ich möchte mein Leben nicht mit negativen Gedanken verschwenden. Vielleicht hilft es uns, wenn wir auf kleine Zettel was Positives schreiben und das bei uns zu Hause auf den Spiegel kleben, damit wir es nicht vergessen. Ich bin von Gott geschaffen. Geliebt. Ich bin wertvoll. Zähneputzen ist sowieso eine langweilige Zeit, finde ich. Und bei der Gelegenheit kann man sich diesen Zettel angucken und den Gedanken und diese positive Idee für sich mit in den Tag nehmen. Wahrheiten, die Gott uns zuspricht. Und wir können lernen, die Welt aus einer anderen Perspektive zu sehen. Und wo viele das Glas halb leer sehen, da sehen wir es halb voll. Also weg von den Fehlern, weg von den Mängeln und hin zu den guten Dingen. Vielleicht hilft es uns, zu sehen, dass wir heute Morgen ein gutes Frühstück hatten. Tausende oder Millionen von Menschen haben das nicht. Wir sind in einem warmen Bett heute aufgewacht. Wir haben ein Zuhause. Lasst uns hinschauen auf die guten Dinge, die wir haben. Oder auch, wo andere uns etwas Gutes getan haben. Ich möchte Ihnen eine praktische Übung mitgeben. Wenn Sie nach Hause kommen, vielleicht haben Sie im Schrank in der Küche eine Packung Erbsen. Nehmen Sie mal ein paar Erbsen raus, 6, 7 Stück, mehr müssen es gar nicht sein, und tun Sie die in die rechte Hosentasche. Und wenn Sie am Tag irgendetwas Positives erleben, etwas Schönes, worüber Sie sich freuen, dann nehmen Sie eine Erbse aus der rechten Hosentasche und tun Sie sie in die linke Hosentasche, auf die Seite des Herzens. Und wenn Sie sich abends Ihre Hose wieder ausziehen, können Sie mal hineingreifen und dann sehen Sie vielleicht ganz viele Erbsen in der linken Hosentasche, wenn Sie es im Laufe des Tages nicht vergessen haben. Und vielleicht erinnern Sie sich nicht mal bei jeder Erbse, was das jetzt war, aber Sie wissen, okay, es waren Momente dabei, die haben mich fröhlich gemacht. Die geben mir einen Grund, um Danke zu sagen. Es hat jemand mal den schönen Spruch gesagt, nicht das Glück macht uns dankbar, sondern die Dankbarkeit macht uns glücklich. Ich finde das einen markanten Spruch. Ich sage dir nochmal, nicht das Glück macht uns dankbar, dass wir erstmal erleben, was wir alles an schönen Sachen haben, sondern die Dankbarkeit macht uns glücklich. Ja, es sind manchmal auch die kleinen Dinge, an denen wir uns freuen können und die uns etwas von Glück bescheren. Und in denen wir auch Gottes Hilfe und Gottes Segen spüren können. Und dann noch ein dritter Gedanke, ein praktischer Gedanke aus dem Buch, das ich Ihnen mitgeben möchte. Mitgefühl.
Mitgefühl entwickeln. Wir Menschen, wir sind soziale Wesen. Keiner von uns ist eine Insel. Wir brauchen einander. Und im Zusammenleben, in der Anteilnahme, im Mitgefühl, in dem Wunsch, anderen zu helfen, leben wir unsere Bestimmung. Wir leben etwas, was Gott in uns hineingelegt hat. Denn wir sind als Gottes Ebenbilder geschaffen. Als mitfühlende Menschen werden wir Gott ähnlicher und wir erleben eine Freude, die wir sonst nicht haben. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass egozentrische Menschen in ihrem Herzen unglückliche Menschen sind. Der Narzissmus macht uns Menschen krank und auch zerstört er menschliche Gemeinschaft. Aber wenn wir Mitgefühl, wenn wir Anteilnahme in unser Herz lassen, wenn wir anderen eine Freude machen und das Strahlen in ihren Augen sehen, dann sind wir auf dem Weg zur Freude. Auf einem Weg, den uns unser Herr Jesus Christus vorausgegangen ist. Und auch hier möchte ich Ihnen und euch eine praktische Übung mit an die Hand geben. Etwas, das die meisten von uns kennen. Die Fürbitte. Die Fürbitte. In der Fürbitte nehmen wir Anteil an der Not anderer Menschen und wir bitten Gott um Hilfe. Und ich glaube ganz fest, dass wir damit auch Gottes Arm bewegen und dass Gott hilft. Das tut er. Und damit tun wir oder tut Gott anderen Menschen etwas Gutes. Und wir tun auch uns selber etwas Gutes, weil es unserem Wesen entspricht, unserer Bestimmung. Deshalb, lasst uns an jedem Tag für ein paar Minuten an jemanden denken und zulassen, dass seine Not oder dass ihre Not unser Herz berührt und dafür beten. Ja, es macht Freude, dieses Buch zu lesen. Hier kommen zwei spirituelle Leiter unserer Zeit zusammen. Manchmal hat man das Gefühl, das sind zwei Jungs, die Spaß haben miteinander und die sich gegenseitig necken. Und zugleich geht das Buch in die Tiefe und die beiden sprechen offen über Leiden und über Sorgen. Und ich möchte an dieser Stelle Desmond Tutu zu Wort kommen lassen. Er sagt gleich zu Beginn des Buches: Wir sind zerbrechliche Geschöpfe und wir können zur wahren Freude finden, nicht trotz, sondern wegen dieser Schwäche. Und er fährt fort: Wenn wir mehr Freude finden, bewahrt uns das nicht vor Not und Kummer. Ja, wir müssen sogar eher weinen. Aber dafür fällt uns auch das Lachen leichter. Und vielleicht sind wir einfach nur lebendiger. Wir erleben Not, ohne dass sie uns verhärtet. Wir erleben Kummer, ohne daran zu zerbrechen. Soweit Desmond Tutu. Es hat mir viel Freude gemacht, mich auf heute Morgen und auf diese Predigt vorzubereiten. Und ich möchte nochmal auf den Anfang zurückgreifen. Ja, es kann schon sein, dass wir Christen nicht immer so erlöst aussehen, wie Friedrich Nietzsche das gesagt hat. Und wenn wir Leid und Schmerz erleben, dann hinterlässt das eben seine Spuren bei uns. Das ist so. Und trotzdem, Glaube und Freude gehören zusammen. Das hat Nietzsche nicht verstanden. Auch wir Christen sind Menschen und wir tragen unser Päckchen und wir laufen nicht immer mit einem Lächeln durch die Gegend. Glaube und Freude gehören zusammen. Und als Christen dürfen wir darauf verlassen, dass unser Gott ein Gott der Freude ist und dass Jesus Christus seine Freude mit uns, mit dir, mit ihnen teilen will und dass seine Freude uns trägt. Diese Freude, sie ist eine Vorfreude auf den Himmel, auf das, was uns erwartet in der Herrlichkeit bei Jesus, wenn wir einmal sterben. Und diese Freude ist auch eine Lebenskraft für jeden neuen Tag, den wir erleben. Für heute, für morgen, im Klein-Klein des Lebens, bei vielen Ärger, inmitten unserer Verunsicherung und unserer Angst. Aber diese Freude, diese Lebenskraft, die will Jesus mit uns teilen. Und ich schließe mit einem Wort aus der Bibel.
aus dem Alten Testament. Nehemia 8, Vers 10, ein bekanntes Wort, wo es heißt: Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Amen. Lasst uns einen Moment der Stille haben und danach würde ich mit uns beten. Gott, unser Vater im Himmel, du weißt, was uns Kummer bereitet und Angst macht. Du weißt, wir sind zerbrechliche Geschöpfe und auch unsere Freude ist manchmal nur kurzweilig und zerbrechlich. Aber wir wollen nicht dabei stehen bleiben. Wir wollen auf dich schauen, denn du möchtest deine Freude mit uns teilen. Du kommst uns in Jesus entgegen, auch heute Morgen. Und schließt uns in deine Arme. Herr, hilf uns, dir zu vertrauen. Du weißt auch um unsere dunklen Seiten, um unsere Schatten, um unsere Schuld. Und auch das wollen wir dir in die Hände legen. Und dich bitten, vergib uns. Und lass uns erleben, dass du uns neu aufrichtest. Du wirst das angebrochene Rohr nicht abbrechen, sondern wieder aufrichten und heilen. Und darum bitte ich dich für jeden Einzelnen, für jede Einzelne unter uns, dass wir das erleben können. Und dass uns deine Freude stärkt und froh macht für heute und für die kommende Woche. Danke, dass du da bist und dass du uns lieb hast. Amen. Die Freude, von der Jesus gesprochen hat, ist auch eine Freude über seine Nachfolger und Nachfolgerinnen. Und es ging ihm darum, dass sie miteinander verbunden bleiben, dass sie gemeinsam auf dem Weg bleiben, in Einheit. Darin geht es jetzt in der Allianz Gebetswoche, die heute startet, und darin soll es auch jetzt gehen in dem kommenden Lied, Gemeinsam auf dem Weg.
Fürbittengebet erheben wir uns. Barmherziger Gott, dein Licht strahlt in der Dunkelheit. Deine Weisheit zeigt den Weg zum Leben. Durch deine Liebe wächst die Hoffnung. Mache unsere Liebe groß. Wir bitten dich, nimm unsere Hoffnung wahr. Dein erneuertes Licht erbitten wir. Licht für alle, die zu Neuem aufbrechen. Licht für alle, die nach dir fragen und dich suchen. Erbarme dich. Dein heilendes Licht erbitten wir. Licht für die Kranken. Licht für alle, die ihre Kräfte für andere hergeben. Licht für alle, deren Kräfte versiegen. Erbarme dich, barmherziger Gott. Wir bitten dich, nimm unsere Hoffnung wahr. Deine Klarheit bringende Weisheit erbitten wir. Weisheit für die Politikerinnen und Politiker in unserem Land, in Ländern, in denen die Menschen aufbegehren, in Ländern, in denen das Recht in Gefahr ist. Erbarme dich. Deine zum Frieden rufende Weisheit erbitten wir. Weisheit für die Machthaber in Kriegsgebieten. Weisheit für alle, durch deren Worte Krieg entstehen kann. Weisheit für die Brückenbauer, Friedensbringer und Diplomaten. Erbarme dich, barmherziger Gott. Wir bitten dich, nimm unsere Hoffnung wahr. Deine ewige Liebe erbitten wir, Liebe für die Trauernden und Sterbenden, Liebe für alle, die schwere Lasten tragen, Liebe für alle, die ohne Obdach sind. Erbarme dich. Deine belebende Liebe erbitten wir, Liebe für die Neugeborenen, Liebe für alle, die wir vermissen, Liebe für alle, die unser Leben reich machen. Erbarme dich, barmherziger Gott. Wir bitten dich, nimm unsere Hoffnung wahr. Dein Wort, barmherziger Gott, ist Licht und Leben. Sprich zu uns, damit dein Licht in deiner weltweiten Gemeinde hell scheint. Sprich zu uns, damit wir dein Licht, deine Weisheit und deine Liebe in die Welt tragen. Dir vertrauen wir uns an durch Jesus Christus. Er ist unser Licht und Leben, heute und alle Tage. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir nehmen wieder Platz und singen das Lied Bis zu uns wie ein Vater. Es ist noch einmal eine Wiederholung des Vaterunser. Wie ein Vater, der sein Kind nie vergisst.
Wir hören die Ansagen. Die kommende Woche ist die Woche der Allianz-Gebetswoche, die, wie schon gesagt, unter dem Thema steht Joy, damit meine Freude sie ganz erfüllt. Es liegen draußen Flyer aus, aus denen man die Veranstaltungsorte und die Themen für jeden Tag auch entnehmen kann. Unsere Gemeinde ist besonders erwähnt im Bereich Essen-Mitte. Für Dienstag, dem 10., bereits um 18 Uhr im Weiglerhaus. Am Mittwoch, dem 11., um 19.30 Uhr bei der Heilsarmee in der Lazarettstraße. Und am Freitag, dem 13., um 19.30 Uhr wird die Gebetsstunde in unserem Gemeindehaus von den messianischen Geschwistern, also das sind messianische Juden, geleitet. Am kommenden Sonntag ist hier kein Gottesdienst. Wir nehmen am gemeinsamen Abschlussgottesdienst um 11 Uhr im Leithaus in der Liebigstraße teil. Die Predigt hält Sarah Vecera. Sie ist Theologin, Autorin und stellvertretende Leiterin der Abteilung Deutschland der Vereinten Evangelischen Mission VEM. Wer am Silvesterabend im Fernsehen den ökumenischen Gottesdienst aus dem Gasometer in Oberhausen gesehen hat, der hat sie da schon erleben können. Und wer das noch tun will, der kann sich ja im Fernsehen da nochmal das hervorholen. Am Freitag, den 13., ist auch der biblische Unterricht unserer jungen Leute in der FEG Katernberg. Da wir hier am kommenden Sonntag keinen Gottesdienst haben, hier auch noch die Bekanntmachungen auch für die Woche danach. Am Montag, den 16., trifft sich die Gemeindeleitung. Am Dienstag, den 17., trifft sich der Seniorenkreis um 15 Uhr. Auch da ist noch einmal das Thema die Jahreslosung. Dieser Termin war in den Gemeindeinformationen nicht vermerkt. Am Donnerstag, den 19., ist um 19 Uhr ein Gebetstreffen hier im Gemeindehaus. Am Freitag, dem 20., ist hier im Gemeindehaus um 16.30 Uhr wieder biblischer Unterricht. Zum Abschluss wollen wir noch ein Segenslied singen. Der Herr segne dich.
Es ist nun zu Ende. Dank an allen, die da mitgewirkt haben bei der Technik und vor allem die Band. Das macht Freude, so powervoll die Gesänge begleitet zu bekommen, auch wenn sie etwas elektronisch dann auch verstärkt wurden. Aber herzlichen Dank. Wir wollen uns nun unter den Segen Gottes stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.